Dann wollte ich euch jetzt mal zeigen, was ich so gemacht habe. Ihr seht schon hier. Hi Leute und willkommen zu einer weiteren Folge Beasttown. Und ich muss euch mal mitteilen, dass ich war gestern. Oder eher gesagt am Wochenende, wollte ich wieder ein bisschen vorproduzieren und habe mir nichts dabei gedacht, habe dann aufgenommen. Habe dann so vier Folgen aufgenommen und habe mir dabei nichts Böses gedacht. Ja, dann wollte ich das dann rendern. Und was sagt mir das Programm? Die Datei ist beschädigt. Oder nicht vollständig. Und das bei zwei Folgen, ne? Und das eine Folge hat jetzt nur ein schwarzer Bildschirm. Habe ich mir gedacht, na gut. Das kannst du auch nicht bringen. Und das andere, war in der Aufnahme drin alles ruckelfrei. Gucke ich mir das an, da hat es immer so geruckelt. Habe ich gedacht, was ist da los, ja? Dann habe ich, Fraps nochmal neu installiert. Komischerweise geht's jetzt. Und dann wollte ich euch jetzt mal zeigen, was ich so gemacht habe. Ihr seht schon hier. Hab das Haus jetzt soweit von außen und von innen soweit bezugsfertig. Es fehlt jetzt eigentlich nur noch hier die Treppe. Und hier nach unten, unser Keller dann zu sagen, das will ich dann, ja, das wollte ich eigentlich mit euch jetzt machen. Das werden wir auch machen. Und ja, hier kommen dann, habe ich gedacht, hier kommen dann die ganzen Maschinen hin. Das kann sich dann bis hier oben hinziehen. Habe gedacht, das ist dann so eine Schaltzentrale oder sozusagen ist, ne? Und hinten kommen dann hier das ganze Gedöns, das sieht man dann nicht. Und ja, würde ich sagen, wir holen nochmal Holz. Wir haben hier eigentlich Holz. Ja, Holz haben wir auch gefarmt. Ja, Hühnchen waren auch hier. Da haben wir zwischenzeitlich auch Marble gesammelt. Ganz vergessen. Marble gesammelt. Und hier haben wir auch abgeholzt, dass wir auch ein bisschen Holz da haben. Da haben wir einen neuen Ohr gefunden. Und zwar, wo ist es denn? Ich habe wieder neu sortiert, ja, ich weiß. Das ist so ein kackbraunes Ohr. Ja, hier, genau. Bau-X-te-Ohr. Keine Ahnung, was das jetzt genau ist, aber wir haben es mitgenommen. Und Marbel haben wir gesammelt und zwischenzeitlich auch mal ein bisschen immer Kohle. Und ja, ein bisschen Eisen, ein bisschen Kupfer und ein bisschen, Late-Ohr und sowas. Haben alles geholt. Und ja, sonst hat sich eigentlich nichts getan. Ich habe jetzt auch nochmal vor, die Turtle auch nochmal unten zu starten. Das machen wir, glaube ich, erstmal als erstes. Die Turtle ist hier. Wo ist eigentlich die Kiste hin? Wo ist die Kiste? Die Eierkiste. Haben wir sie da reingestellt? Wo ist die Eierkiste? Hä? Hat sie jemand geklaut? Sehr unwahrscheinlich. Hat jemand wirklich die Eierkiste geklaut? Die Arschlöcher. Oder, keine Ahnung, ich finde sie jetzt gerade nicht. Wir haben jetzt nämlich das Problem, wir haben nämlich jetzt kein Iron da. Oder ein Iron, Dings. Wir können es auch jetzt nicht machen, weil wir auch nichts hier haben. Das will ich jetzt nämlich jetzt nicht machen. Wie viel brauchen wir denn für ein Iron? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Stück. Weißt du was? Cerus hat doch hier ganz viel Eisen.
Da mopsen wir uns jetzt einfach mal was. Wir sind auch mal so frech. Ach, und der Jetpack können wir mal wieder anziehen. Jetzt habe ich zwischenzeitlich auch mal ausgezogen. So. Hätte doch hier irgendwo Kiste voller Eis. Genau. Da mopsen wir uns jetzt mal was. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Genau. Dann machen wir uns einfach eine neue Kiste. Ist ja nicht schlimm. Oh, muss mal wieder was essen. So, wir haben die eine Kiste hier noch. Ne, wo war sie denn hier? Genau. Und zack, 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 zack. Da haben wir sie. Dann gehen wir nochmal schnell runter. Und setzen die Turtle noch ein bisschen. Und schauen wir mal, was sie so alles mit sich bringt. Hoppa. Ich laufe lieber runter. Ein bisschen abkürzen können wir doch, oder? Okay. Da sitzen wir die Turtle. Haben wir ein bisschen. Ja, Kopper. Haben wir ja hier. Wie machen wir das? Die Turtle muss da starten, genau. Tun wir hier. Sozusagen. Los mal. Da die Turtle. Wir müssen dann wieder ein bisschen zurück, klar, das habe ich jetzt nicht gedacht. So. Ach, Kohle hätten wir noch mitnehmen können. Jawohl. Schauen wir mal. Also. Excavate. Machen wir 10x10. Und schauen mal. Sehr schön. So, dann gehen wir mal schnell wieder hoch. Oh, ich glaube, unser Jetpack geht langsam zur Neige. Oh, 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 oh. Oder? Das ist schon ein roter Bereich, das ist schon gefährlich. Ja, dann machen wir als nächstes die Treppe. Dass wir dann auch immer hoch und runter gehen können. Yep. Ich weiß nicht, wie viele Treppen wir da brauchen. Treppen gehen wir 4, 8, ah, machen wir nochmal. Das ist sehr lang eigentlich. 12 Stück. Denke ich doch. So, also. Hier. Das ist falsch. Gleich weg mit. Genau. So wollen wir das. Und dann müssen wir hier. Oder? Nee. Wie habe ich denn das geplant gehabt? Habe ich das hier so? Nee, ich hab wirklich so geplant, doch, und dann.
Ah ja, genau. Und dann habe ich das hier so. Genau, ja. Aber das kann gar nicht sein, oder? Haben wir es echt so geplant gehabt? Das geht ja eigentlich auch, oder? Ach, geht ja. Wunderbar. Dann lassen wir das mal so. Wir machen hier mal Licht, dass man hier auch mal sieht. Dann tun wir das hier nochmal weg. Das muss bleiben. Wir können auch... Wir haben ja hier noch... Können wir erstmal die verbauen? Zack. 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 Genau. Haben wir dann. Ah, haben wir auch noch welche. Dann können wir das so hier zubauen. Ach, das wollte ich dann so machen. Genau. Das wollte ich jetzt so machen. Ja, sieht doch ganz schnick aus. Da haben wir hier noch eine Tür. Zack. Da machen wir dann den Keller. Das können wir dann in einer, können wir vielleicht im Livestream dann machen. Werden wir mal sehen. Und ja. Hier habe ich gedacht. Na, wo habe ich gedacht? Ich dachte, hier mein Bett hin. Da habe ich extra eine Einkerbung gemacht für das Bett. Also, das soll dann hier zwei Betten sein. Und hier so, ja, dass man vielleicht so und so macht. Und dann hier das Bett ist. Und dann vielleicht hier noch eine Pflanze drauf oder sowas. Ja, ich denke, das wird schon. Ja, wir tun hier auch nochmal hier nochmal ein bisschen. Leuchten, dass hier Monster spawnen. Okay. Und außen habe ich das so gemacht, dass wir hier schön, wenn wir mit dem Jetpack hier ankommen, dass wir hier auch Platz haben. Dann können wir sozusagen dann zum Beispiel hier pennen gehen oder runter gehen. Gleich hier zu den ganzen ja, ganzen Maschinen. Und dann auch hier zum Beispiel jetzt die ganzen Truhen. Das werde ich hier irgendwie verteilen. Hier und da vorne. Dass dann auch alles, ja, so alles zu erreichen ist. Kürzere Wege. Ja, ja, außen habe ich noch vor. Weiß ich aber noch nicht, ob ich hier außen Holzgeländer mache. Also. Zaun oder mit Ironzaun. Ich finde, mit Ironzaun sieht es halt ein bisschen schicker aus, aber da müssen wir erst die ganzen Barren machen und alles. Das wird dann auch nochmal Arbeit sein, aber so wird es eigentlich schon Bezug fertig. Und das würde ich dann sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge. Und nochmal sorry, dass ihr die Aufnahme nicht sehen konntet. Das ist wirklich ein bisschen beschissen gelaufen jetzt, aber, naja, egal. Es war ja auch nur gebaut und wir haben ein bisschen unten das Marble gesammelt. Also so wild war es jetzt auch nicht. Und ich hoffe, dass es nicht mehr wieder passiert, weil das war echt scheiße. Ich habe mich zu Tode geärgert. Ja, das war es eigentlich schon. Und ja, das Dach könnte ich euch nochmal zeigen. So, das Dach habe ich so ein Flachdach gemacht. Ja. Wie gesagt, dann gehen wir nochmal hier ins Haus nochmal rein. Und dann würde ich sagen, beenden wir diese Folge mal. Und dann erstmal danke fürs Zuschauen. Und lasst mir eine Bewertung da. Schaut auch mal bei den anderen vorbei. Die stehen unten in der Beschreibung. Und dann würde ich sagen, bis zu der nächsten Folge. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.